86 war die Weltmeisterschaft und da habe ich sensationelle Spieler spielen sehen, vor allem Maradona. Da habe ich gedacht, boah, wäre das cool, Profi zu werden. Aber je früher man begreift, dass man arbeiten muss, dass man viel trainieren muss, dass man Sachen opfern muss, dass man vielleicht auch mal nicht ausgehen, einfach zu Hause bleibt und am nächsten Morgen fit zu sein, das ist das Wichtigste und so kann man was werden. Frank, wie war das bei dir? Wenn du gehst in die Schule, sofort zurück nach Hause, du willst sofort spielen mit den Jungs und war schön für mich. Du kommst auch vom Straßen, du kannst auch gut gelernt und du weißt so, wie schwer so im Leben und vorher war für mich Fußball so Spaß mit meinen Jungs, meinen Freunden. Wann bist du Profi geworden? 21. Vorher, ich habe gespielt 3 Jahre in der 3. Liga. War nicht einfach, aber ich habe immer gekämpft und ich habe immer, ich wollte unbedingt, weil du siehst diese Profi-Spiel. Und dann du sagst, ich hoffe, ein Tag ist auch, ich bin dabei mit den Profi, aber schwierig, weil du musst viel arbeiten. Fußball muss Spaß machen, sonst du fühlst du nicht gut, du bist nicht glücklich. Ja klar, waren wir viel unterwegs. Die Jungs, die da dabei waren, habe ich manchmal mehr gesehen als meine Frau. Und deswegen war das wichtig, dass man sie ein bisschen auch zwischendurch locker macht, dass man, wie Frank das auch macht, glaube ich, viel Spaß macht. Ich glaube, es ist wichtig, wie er gesagt hat, meine große Bruder. Und, ja, ich glaube, für eine gute Stimmung, wenn du bist mit deiner Mannschaft, musst du schön machen. Die Stimmung ist immer positiv, weil es ist eine Saison so lang. Aber die Jungs sind auch Profis, finde ja, ich. Also das ist wichtig. Ich glaube auch, wenn du spielst, weil ich liebe auch die Jungs. Ich liebe auch, wenn sie kommen, nicht schwierig, wenn wir haben schon viel Erfahrung, wir haben einen großen Namen. Wenn die Jungs kommt, ist ein bisschen so schüchtern, so ein bisschen Angst. Und sofort, wir müssen helfen, diese Jungs. Und das ist wichtig.